In diesem Video werden wir die linearen Funktionen wiederholen und uns überlegen, wie wir ein Steigungsdreieck einzeichnen können und auch die drei Winkelfunktionen im rechtwinkeligen Dreieck. Dann werden wir den Steigungswinkel einer Geraden berechnen und die Steigung einer Geraden in Prozent angeben. Ich habe hier schon eine Skizze einer linearen Funktion vorbereitet. Also eine lineare Funktion ist ja immer eine Gerade. Von der Form y ist gleich k mal x plus d. Und das k, das ist immer die Steigung, die uns jetzt gerade interessiert. Und zwar, die kann man berechnen durch die Änderung der y-Werte, Delta y, dividiert durch die Änderung der x-Werte. Also die Steigung k ist ein Quotient aus der Änderung der y-Werte und der Änderung der x-Werte. Wir können zum Beispiel ein Steigungsdreieck bei unserer Geraden einzeichnen, zum Beispiel von hierher. Und anhand vom Steigungsdreieck können wir ganz leicht die Steigung ablesen. Nämlich, wir brauchen die Änderung der y-Werte, also das hier. Das sind 4 Einheiten und die Änderung der x-Werte. Das sind 5 Einheiten. Das können wir dann ganz einfach hier einsetzen und bekommen die Steigung 4 Fünftel. Nun gibt es im rechtwinkeligen Dreieck 3 Winkelfunktionen. Also wir haben hier einen rechten Winkel und sagen wir hier unseren Winkel Alpha. Und es gibt jetzt die 3 Winkelfunktionen Sinus von Alpha, Cosinus von Alpha und Tangens von Alpha. Der Sinus von Alpha bezeichnet immer die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Was ist die Gegenkathete? Die Gegenkathete ist die Seite, die gegenüber vom Winkel liegt. Und die Hypotenuse ist immer die längste Seite, nämlich die Seite, die gegenüber vom rechten Winkel ist. Also diese hier. Der Cosinus von Alpha gibt uns das Verhältnis von Ankathete und Hypotenuse an. Und der Tangens gibt uns das Verhältnis von Gegenkathete und Ankathete an. Was ist die Ankathete? Das ist die Seite, die am Winkel liegt, also diese. Wenn du also zum Beispiel den Winkel und eine Seite gegeben hast, kannst du dir die andere Seite durch die Winkelfunktionen ausrechnen. Oder wenn du 2 Seiten hast und den Winkel willst, dann kannst du dir mit den Winkelfunktionen den Winkel berechnen. Wichtig ist, dass die Winkelfunktionen nur im rechtwinkeligen Dreieck gelten. Wir schauen zu unserem Beispiel. Eine Gerade hat den Richtungsvektor v ist gleich 7, 2. Berechne die Steigung der Gerade in Prozent und den Steigungswinkel. Du siehst, wir haben hier eine lineare Funktion und du weißt jetzt schon, wie du ein Steigungsdreieck einzeichnen kannst und die Steigung berechnen kannst. Probiere das und drücke das Ganze dann in Prozent aus. Und für den Steigungswinkel überlege dir, welche Seiten wir vom Steigungsdreieck haben. Und wie wir diese dann für eine der 3 Winkelfunktionen verwenden können. Bitte pausiere das Video und versuche das Beispiel zu lösen. Wir lösen das Beispiel jetzt gemeinsam. Also, wir haben eine lineare Funktion, das heißt, wir können einmal ein Steigungsdreieck einzeichnen. Und das Steigungsdreieck ist in diesem Fall einfach genau der Richtungsvektor, nämlich mit 7 und 2. Das heißt, zuerst für die Steigung brauchen wir ja Delta y durch Delta x. Delta y ist 2
und Delta x ist 7. Wenn du das in den Taschenrechner eintippst, bekommen wir circa 0,2857. Und wenn wir das jetzt in Prozent angeben wollen, na, dann müssen wir einfach das Komma um 2 Stellen nach rechts verschieben. Das heißt, wir haben hier eine Steigung von 28,57%. Und jetzt wollen wir noch den Steigungswinkel berechnen. Der Steigungswinkel liegt hier. Jetzt überlegen wir, welche Seiten vom Winkel gesehen haben wir gegeben. Der Zweier hier, das ist die Seite, die gegenüber vom Winkel liegt, das heißt die Gegenkathete. Und die 7, das ist die Seite, die am Winkel liegt, die Ankathete. Das heißt, das V muss unsere Hypotenuse sein und nachdem die gegenüber vom rechten Winkel liegt, stimmt das auch. Okay, welche der Winkelfunktionen nehmen wir? Wir haben die Gegenkathete und die Ankathete. Das heißt, wir verwenden den Tangens. Und wir wissen, der Tangens von Alpha ist jetzt 2 Siebtel. Und wenn wir jetzt Alpha ausrechnen wollen, dann müssen wir die Umkehrfunktion vom Tangens nehmen. Das ist nämlich Arcos-Tangens. Von 2 Siebtel. Das ist dasselbe wie Tangens hoch minus 1. Und wenn wir das in den Taschenrechner eingeben, bekommen wir 15,95 Grad. Also unsere Steigung ist 28,57% und unser Steigungswinkel 15,95 Grad.